Sehr geehrte Leser und nun auch Hörer von Identitäre Generation, ich begrüße euch herzlich zum ersten IG-Podcast. Heute zu Gast Martin Lichtmeß. Wer ist Martin Lichtmeß? Martin Lichtmeß ist der Starautor der Zeitschrift Sezession, ob seiner scharfen Feder auch das Enfant Terrible der neuen Rechten. Er ist Autor zahlreicher Bücher, die um das Thema Identität kreisen, wie zum Beispiel eben sein Buch Verteidigung des Eigenen in 12 Traktate, oder auch vor kurzem erschienen, kann nur ein Gott uns retten. Und zuletzt übersetzte er für den Antaios Verlag das Buch Heerlage der Heiligen aus dem Französischen ins Deutsche. Und ihr habt sicher schon unsere Rezension vom Heerlager auf Identitäre Generation gelesen. Und ja, da habe ich mir gedacht, wir fragen auch einmal den Übersetzer selbst darüber. Und ja, möchte eben nur kurz einleiten. Also Jean Raspeys Buch Heerlager der Heiligen, wer es noch nicht weiß, ist 1973 erschienen und hat die Flüchtlingskrise, so wie sie heute stattfindet, aber auch die Reaktion der Medien darauf und der Politiker eigentlich prophetisch vorausgenommen. Und die Handlung des Buches beginnt am Vorabend der Invasion Frankreichs und wird eben aus der Sicht eines alten Literaturprofessors, des Professor Calgoy, erzählt, der eben als Augenzeuge diese Invasion beobachtet, um dann anschließend in einer Rückblende zu berichten, wie es eigentlich so weit kommen konnte, dass die Franzosen diese Invasion ihres Heimatlandes eben ohne Widerstand hingenommen haben. Und letztlich im Epilog wird dann berichtet, was eigentlich nach der Ankunft dieser Flotte der letzten Chance passiert. Ja, und dementsprechend möchte ich dich zuerst fragen, Martin, wie bist du eigentlich auf Jean Raspail gekommen und auf das Heerlager der Heiligen? Was hat dich dazu bewegt, dieses großartige Buch zu übersetzen? Also, das erste Mal bin ich auf das Buch gestoßen vor ungefähr 10 Jahren, also so 2005. Da gab es eine Besprechung von Lorenz Seger in der FAZ, der dieses Buch nach langer Zeit mal wieder aus der Versenkung geholt hat. Und weil es nämlich damals schon so große, also Flüchtlingsströme aus Europa gab, die dann in Italien gelandet sind. Und also das war natürlich längst nicht so eskaliert wie heute, aber damals ging das schon los. Es ging natürlich schon viel früher los. Und ich habe mir das Buch dann besorgt, antiquarisch. Das war eben diese alte Ausgabe, die im Hohenrhein Verlag erschienen ist, 1985. Und ich muss sagen, dass das einen unglaublich starken Eindruck auf mich gemacht hat. Also ich habe das so in einer Nacht verschlungen. Fand es wirklich ein Hammer. Also, obwohl diese Übersetzung, worüber wir später vielleicht noch reden können, so eher verhunzt ist. Ja. Und trotzdem, also trotz dieser eher verhunzten Version, muss ich sagen, hat es einen ungeheuren Eindruck gemacht auf mich. Und das war zur gleichen Zeit, als auch ich den Herwig Birk gelesen habe. Also als auch diese Demografie-Debatte in Deutschland. Der Herwig Birk war ja eigentlich der erste deutsche Demograf, also wenn man jetzt von Robert Hepp vielleicht, der Absicht auf einer politischen Ebene, der vor dem großen Austausch gewarnt hat, der Dimension, für unsere Zuhörer. Also das ist damals sehr viel diskutiert worden und ich habe damals einen Vortrag gehört von dem Herwig Birk in Berlin und der hat halt einfach so eine, was ich, Folie nach der anderen aufgelegt und hat dann so ganz trocken irgendwie diese ganzen Statistikenkurven gezeigt und seine Schlussfolgerungen gezogen. Man muss sagen, da hat es mir schon die Kehle zusammengeschnürt. Ja. Und bei dem Buch hat es mir auch eigentlich ziemlich die Kehle zusammengeschnürt. Obwohl es also natürlich auch gleichzeitig ein sehr humoriges und böses Buch ist. Ja. Jedenfalls ist das halt so, ich muss sagen, dass das eben so im Laufe der Zeit auch immer stark in meinem Kopf geblieben ist und dass es mich auch generell sehr stark beeinflusst hat. Also ich denke auch, dass mein Buch Kann ein Gott uns retten ist in manchen Stellen auch stark von Raspail beeinflusst und vor allem von seinen, also diese, er hat dann, das ist ja eine sehr geniale Idee in dem Roman, er hat da ja eben auch so eine Art Persiflage auf die christliche Heilsgeschichte reingebracht, indem er diese ganze Geschichte ja tatsächlich wie eine Art Apokalypse erzählt. Also wo dann eben antichristliche Figuren kommen, falsche Propheten. Genau, das ist ein gutes Stichwort, weil du hast mir einmal gegenüber gesagt, dass man das Heerlager der Heiligen eben nicht nur als Dystopie lesen kann, sondern vor allem auch als eine Art nietzscheanische Satire auf die europäische Haltung eben bezüglich dem großen Austausch und der Flüchtlingsfrage. Also an welchen Figuren und welchen Ereignissen im Buch würdest du das eigentlich
besonders festmachen. Also was eben stark auffällt, wenn man das Buch liest, ist, wie unglaublich böse und unerbittlich der Raspal mit den also mit den christlichen, also Kirchen, ich sag's mal in der Mehrzahl, ins Gericht geht, ja. Also Stimmt, ja. also vor allem halt die katholische Kirche, die also in der Urphase von 73 war sogar von einem dritten Vatikanischen Konzil die Rede, das inzwischen stattgefunden hat. Ja. Und dadurch ist die Kirche eben noch weiter nach links gerückt, noch säkularer geworden, noch irgendwie angepasst also ans Weltliche. Und er beschreibt halt eben diese Art von eigentlich nicht mehr Glaubenden, so Caritas-Christen, die im Grunde so eine linke globalistische Menschheitsideologie vertreten und die eben auch also so Exponenten dessen sind, was der Arnold Gehlen genannt hat, Hypermoral. Ja. Und die Protestanten erwähnt er auch, also die sind überhaupt das Allerletzte, Stimmt, das sind nur mehr so bolschewistische ja. Befreiungstheologen. Die vor Ja, allem den Katholiken immer hinterhereifern, der weiß immer, ja, ja. und das zweite Flugzeug, das eben zur Ja, Intersektion eilt, ist ein ja. protestantisches. Da gibt es immer zwei Flugzeuge vom Vatikan, ein Jet, der immer überall da ist, wo gerade wieder so eine Show ist und wo man wieder irgendwelchen Armen helfen muss, wo irgendwelche politischen Dinge herauszuholen sind. Und die Protestanten, die kommen mit ihrem grauen Jet immer hinterhergedackelt und sind dann die ewigen Zweiten in dem Ganzen. Ja. Also ich will damit sagen, dass es schon, also man muss dazu sagen, der Raspal ist eben also auch ein bekennender Katholik, das hat er immer wieder betont. Er vertritt so Positionen, die man eigentlich heute als komplett altmodisch und überholt bezeichnen würde. Also er sieht sich eben als Monarchist oder als Royalist, wobei er betont, dass das eben vor allem eine symbolische Idee ist, wo er sagt, die halt heute politisch keine Chance hat. Aber eben, also er sieht sich schon auch so ein Katholik vor dem Konzil, ja. Und als ein solcher ist es oft überraschend, dass er sich manchmal wie Nietzsche liest, nicht? Also wenn Nietzsche so diese Sklavenmoral und die Herdentrieb und diese übermäßige Weichheit, hinter der sich eigentlich nur so Ressentiment versteckt und so weiter kritisiert, dann ist ihm der Raspal da eigentlich überraschenderweise sehr, sehr ähnlich, ja. Und Genau. ich meine, darf ich das noch sagen? Ich meine, Ja, sicher doch. also ich meine, ich will sagen, in einem über geordnet sind, es sind ja nicht nur die Kirchen, aber letzten Endes sieht er schon auch so eine Art pervertiertes Christentum also in Europa wirken, das eben so diesen Mitleidsbegriff auf eine komplett irre Weise aufgeblasen und erweitert hat, dass so jeglicher Selbstbehauptungswille verschwindet und dass dann eben diese ganzen ungläubigen Menschen da im Abendland, die sehen dann plötzlich in diesen Flüchtlingen, die da kommen, also im Roman, eben diese Ganges, die Menschen vom Ganges, ja. Millionen Christus, sagt er. Genau, Millionen Christus werden, ein Messias mit 1000 Köpfen, der jetzt kommt und der quasi so das Reich der Menschheitsverbrüderung bringt, wo dann so alle Rassen irgendwie sich lieb haben und wo alle gleich sind und so. Und das ist dann so die Basis dieses Massenwahns im Roman, die dann eben alle nicht so reagieren lässt, dass sie sagen, oh, wie furchtbar, ja, also die kommen jetzt, es gibt nur Probleme, sondern sie sagen, oh, wunderbar, die kommen jetzt alle, ja. Aber in Wirklichkeit, und das ist eben eine Pointe in dem Roman, deswegen, weil sie halt nicht wirklich eine Vorstellung haben, wie diese Menschen vom Ganges wirklich sind, was die wirklich wollen, wie die denken, sondern weil das nur Projektionsflächen sind für Absolut, sie. ja. Du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen in dem Buch, nämlich einerseits eben die Hypermoral, eben diese Einwanderungslobby, die eben dargestellt wird und die eben diese Einwanderung ermöglichen will, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eben, dass es da auch so eine Art Über-Ich der Gesellschaft gibt, die eben genau das will und die letztlich eben diese Summe ist. Also im Buch kommen ja nicht nur der Präsident vor zum Beispiel oder der Clément Dion als Chefpropagandist dieser Einwanderung, sondern was mich auch sehr fasziniert hat, ist eben auch die Rede von Marcel und Josian, die eben so Herr und Frau Franzosen sind de facto, Ja, und wo man genau. dann eigentlich immer so schön ab, also beobachten kann bei jedem Tag und jedem Kilometer, den die Flotte neu macht, wie dann eben vom Präsidenten bis zu Marcel und Josian, eben über Clément Dion, der ja eigentlich immer so derjenige ist, der die offenen Türen einrennt und den Präsidenten eigentlich eben zum gezwungenen Handelnden macht, wie sich eben genau dieser Selbsthass eigentlich ein bisschen in der untersten Ebene der Gesellschaft fortsetzt. Und Jean Raspail verwendet eben in seinem Buch den Begriff des Tieres eben für diese Art Über-Ich dieser Refugee Welcome Gesellschaft. Und auf der anderen Seite, also ich habe auch dieses schöne Buch hier mit, den letzten Franzosen, der ja
im Mantaios Verlag vor nicht allzu langer Zeit erschienen ist. Und da schreibt er eben in einem eigenen Essay, das heißt eben The Big Other, schreibt er eben auch genau von dieser Bewusstseinsebene. Würdest du sagen, dass eben eigentlich dieses große Schuldbewusstsein, das er selbst hat, eben auch in der heutigen Zeit, in der Realität eben so eine Art übergeordnete Ebene hat, die eben de facto als Art Leviathan agiert? Ja, also dazu gibt es einiges zu sagen. Diesen Begriff Big Other, den hat Raspail also viele Jahre später geprägt zur Neuausgabe von Herlage der Heiligen im Jahr 2011. Mhm. Da hat er eben diesen Essay geschrieben, das mehr oder weniger ein Update war, wie ist die Lage heute, was ist seither anders gewesen. Und das ist natürlich eine Anspielung auf den Orwell, den Big Brother, der eben alles sieht, alles überwacht, alles kontrolliert. Und sein Argument ist eben, also der Big Other, der große Andere, ja, diese Anbetung des Anderen, des Fremden, des Nicht-Eigenen, also das irgendwie dann schon so eine tyrannische Figur wird, das ist, oder was man eben dann auch Political Correctness nennen könnte, ja, das ist so das Bestimmende, das halt unser ganzes Denken und unser ganzes Tun leiten soll. Und das ist ja natürlich auch schon kodifiziert in eben, also richtig auch Gesetze, also da zählt er eben auf in Frankreich, da gibt es tausende Gesetze, die dir verbieten, bestimmte Dinge zu sagen. Und die werden natürlich alle von links angeschraubt. Und wenn das Herlager heute erscheinen würde, hat er prüfen lassen, dann würde es verboten werden, weil da gibt es ca. 85 Stellen, haben seine Anwälte gefunden, die man halt einklagen könnte, ja, wegen dieser Paragraphen. Ja. Und jetzt diese Figur von Big Other, das ist so eine symbolische Figur, natürlich so wie das Tier im Roman. Ja. Das Tier ist natürlich im Roman das Tier der Apokalypse. Mhm. Und das schillert bei ihm in so einer ganz eigenartigen Bedeutung. Also, dass er so, da gibt es so einen Propheten, der gegen diese Flotte anführt und der hat auf seinen Schultern so ein missgestaltetes Lebewesen, also dass dann die Missgeburt ist, also eben so ein merkwürdiges, menschenartiges Wesen, das so sein Kind ist angeblich und das irgendwie auch kaum mehr etwas Menschliches hat, also ein richtiges Monstrum ist und das sitzt auf seinen Schultern und ist eigentlich der Kommandant dieser ganzen Flotte. Genau. Und das spricht aber nicht, sondern es scheint irgendwie so telepathisch diese ganze Flotte voranzutreiben. Und ist natürlich eine Anspielung auf den Christophoros, ja, der den Christus trägt. Und er ist eben so ein Antichristophoros, also eine antichristliche Figur. Und dieser Begriff schildert dann aber so beim Raspail so, dass das, was er nennt, das Monstre im Original, ja, das habe ich oft unterschiedlich übersetzt. Manchmal ist es das Enfant-Monstre, dann ist es eben so diese Missgeburt, das Monsterkind, was er hat. Aber das Monstre oder das Tier ist irgendwie auch gleichzeitig ein Symbol für eine Art metaphysische Kraft, die wir nicht verstehen und die im Roman eben gegen das Abendland gerichtet ist. Mhm. Und diese gleiche merkwürdige Kraft, diese merkwürdige Energie, die sieht er dann eben auch am Werk in diesem anderen großen Tier mit den 1000 Köpfen, das nämlich der Presse. Und das ist ein ganz zentrales Thema in Herlager der Heiligen, so diese unglaubliche, tsunamiartige Gehirnwäsche der Massen durch die Presse, die eben, also die Menschen, also bis hinunter, wie du sagst, Marcel und Kosian, das sind so die Durchschnittsfranzosen, die eigentlich keinen blassen Schimmer haben und die wissen eigentlich schon gar nicht, dass sie eigentlich also auch schon komplett durchdrängt sind mit einer bestimmten Art von Ideologie, die ihnen subliminal gefüttert worden ist. Und sie könnten diese Ideologie nicht benennen, aber sie beginnt schon zu wirken in ihren Gefühlen, in ihren Emotionen. Das heißt, dieses Tier ist überall, es hat überall seine Macht, seine Ritzen und so weiter. Also es ist auch eine Art Metapher, aber es ist nicht nur eine Metapher, es ist auch ein Versuch, etwas zu beschreiben, was man eigentlich schwer erklären kann. Ja? Weil wir fragen uns natürlich alle, woher kommt diese unglaubliche Energie, also die bei uns herrscht, um die eigene, dieser Enthusiasmus auch, um diese eigene Selbstabschaffung in Gange zu schieben. Ja? Absolut. Und das ist eben so eine Frage, die da immer im Roman auftaucht, wo er dann so fragt, ist dies eine Erklärung nicht? Dann erzählt er so eine Anekdote, erzählt so einen Hintergrund und stellt immer wieder diese Frage, ob das vielleicht eine Erklärung ist. Manchmal sagt er, das ist ganz sicher eine Erklärung. Aber letzten Endes bleibt es offen, also dass er so sagt, ich weiß es eigentlich nicht. Ja? Mhm. Ich weiß eigentlich nicht, was die wirkliche Wurzel des Ganzen ist. Ich kann es nicht hundertprozentig benennen, aber ich kann es zumindest umkreisen und annähern. Und dieses Bild von Big Other ist eben auch ein Versuch, dieses Phänomen, diesen Komplex zu beschreiben. Ja, du hast vorher eben schon angesprochen, eben diese gesetzlichen Verschärfungen in Frankreich bezüglich der Meinungsfreiheit.
Also das erste Meinungsgesetz erschien ja schon, ist ja schon 1973 erlassen worden, interessanterweise im selben Jahr wie das Heerlager der Heiligen. 72 sogar. Also 72 für ein Jahr davor. Ja. Dann ist eben weiter die Lex Gassot 1990 gefolgt, dann die Lex Lelouch 2001 und dann schließlich noch die Lex Perdem 2004. Und Frankreich ist ja auch nur ein, also diese Gesetzgebung in Frankreich ist auch nur ein Pass pro Toto letztlich für die Zustände in anderen europäischen Ländern. Ja. Glaubst du, dass eben diese zunehmende Einschränkung der Meinungsfreiheit nicht letztlich eben auch mehr oder weniger ein Aspekt dieses Tieres ist, ja, beziehungsweise eben des großen Austauschs und eben dieser Flüchtlingslobby dahinter? Also ich meine, der Raspail hat seinen Roman geschrieben, seit es noch kein Internet gab. Und das ist auch ein bisschen verrückt, wenn man das heute liest, weil er beschreibt eigentlich einen Vorgang, der sich heute erst abspielt, so als ob er schon in den 70er Jahren passiert wäre. Das heißt also, die leben im Grunde auch in einer Welt, in der die Leute viel mehr Radio hören und Fernsehen sehen und so weiter. Mhm. Und heute haben wir dieses Internet, das so ja auch einen bisschen ambivalenten Aspekt hat. Also einerseits ja, schafft es uns natürlich Freiräume, schafft es uns so eine Möglichkeit, alternative Medien zu kreieren. Aber natürlich ist immer, weißt, NSA und das Ganze, diese Angst da, Internet ist auch ein Netz, ja, in dem wir alle gefangen sind. Und Facebook ist vielleicht auch eine Art von Netz. Und natürlich gibt es Bestrebungen, das Internet zu kontrollieren und zu zensieren. Und Facebook wird natürlich auch, man versucht natürlich auch Facebook so ein bisschen als eine soziale Zuchtroute einzusetzen, indem jetzt natürlich also Politiker kommen und sagen, wir wollen Gesetze, dass sogenannte Hasspostings ja, irgendwie geahndet werden und dass die Leute aufpassen müssen, was sie sagen im Netz. Und es ist natürlich völlig klar, dass es wie diese ganzen Gesetze in Frankreich nur immer in eine Richtung gehandhabt wird. Ja, das muss man völlig klar sagen. Also alles was die Linken, die können natürlich so viel Hasspostings schreiben, wie sie wollen, die wird keiner angehen, weil das ist ein Hass, der erlaubt ist und der gerechtfertigt ist, wogegen bei den anderen, die müssen ja nur mal irgendwie etwas Kritisches sagen, was vielleicht nicht mal besonders hasserfüllt ist und schon wird es so als Hass gestempelt. Ja, ja, ich glaube, das hat man auch sehr schön gesehen in Österreich, die dann aufgrund eben flüchtlingskritischer Postings eben plötzlich Leute beim Spar gekündigt worden sind, die dort gearbeitet haben, oder beim Libro. Also insgesamt denke ich, was er sehr gut vorweggenommen hat, eben mit diesem Begriff des Big Others oder des Tieres, ist eigentlich so diese totalitäre Dimension des Liberalismus, die halt eben ein sanfter Totalitarismus ist, der eben vor allem eben über so Verhaltensnormierungen die Menschen eben kontrolliert. Der so tut, als ob er kein Totalitarismus wäre, sondern der einfach so mehr wenig psychologisch erzieht, unterschwellig beeinflusst. Nudging nennt man das auch, aber halt auch so diese Drohungen auspacken. Mhm. Der sagt, ihr seid zwar alle frei zu tun, was ihr wollt, aber dann zeigt er schon gleichzeitig die Folterinstrumente und sagt, aber wenn ihr es tut, dann kommen die Gesetze und dann verliert ihr euren Job. Ja, das ist natürlich schon eine Art, ist schon sehr, sehr etwas Bösartiges drinnen und etwas Unheimliches auch. Mhm. Ich habe, also im Heerlager der Heiligen gibt es ja mehrere große Figuren, weil es gibt ja eben auf der einen Seite eben die Figuren, die eben mehr oder weniger diese totale Selbstaufgabe verkörpern und diese mehr oder weniger die Asylindustrie, diejenigen, die den großen Austausch anführen, eben vor allem eben Clément Diot. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Figuren, die sich eben dagegen stellen und eben einen verzweifelten Widerstand führen. Und da gibt es eben jetzt neben den Oberst Dragasse, der eben sogar ein bisschen unter zu den Verteidigern von Konstantinopel zurückreicht, und mir persönlich sehr sympathisch ist, eben auch die Figur des Professor Calgué. Und dieser Professor sagt eben am Anfang des Buches eben einen sehr prophetischen Satz, den man, glaube ich, auch wunderbar eben auf die jetzige Situation anwenden kann. Nämlich sagt er, in diesem seltsamen Krieg, der sich jetzt ankündigte, würden jene triumphieren, die sich selbst am meisten lieben. Würdest du auch sagen, dass eben diese fehlende Liebe zum eigenen und dieses fehlende positive Bekenntnis eigentlich überhaupt erst der Grund dafür ist, dass sich die Europäer gar nicht mehr selbst verteidigen können, wollen und letztlich auch freiwillig selbst aufgeben? Ja, also es spielt sicher eine große Rolle. Also ich meine, das Ganze ist natürlich so ein Gemisch aus Gefühlen und Komplexen. Ja. Also gewiss haben die Europäer auch so eine gewisse Selbstverachtung und auch ein schlechtes Gewissen. Und zum Teil fühlen sie sich auch mit einem gewissen Grad auch zu Recht ein bisschen eklig in ihrer ganzen Wohlstandsverfettung und ihrem ganzen Reichtum, den sie haben. Und sie sind natürlich auch schon, also jetzt Jahrzehnte hindurch konditioniert worden, also deswegen auch
sich ganz furchtbar schlecht zu fühlen. Ja. Aber ich glaube, bei den meisten Leuten sickert das auch gar nicht durch, wie sehr diese Selbstverachtung verankert ist. Also, dass es oft so eine Art unbewusstes Handlungsmuster ist. Also, dass viele, ich glaube nicht, dass viele Leute, die sich da jetzt hinstellen und da so bunte Willkommenskulturschildchen schreiben, ich glaube nicht, dass die jetzt alle sich auch bewusst sind, also dass da bei ihnen irgendwie auch im Selbstwertgefühl nicht etwas stimmt, sondern viele haben, glaube ich, einfach noch gar nicht begriffen, worum es hier eigentlich geht. Also die stellen sich eben immer noch vor, dass das Leben so weitergehen könnte wie bisher, dass der Wohlstand so bleibt wie her, wenn man jetzt Millionen von also absolut kulturfremden Menschen reinholt in ihr Land und diese ganzen sozialen und Strukturen dann mehr oder weniger von Grund auf verändert werden. Und auch natürlich ist das eine wirtschaftliche, ökonomische Frage. Also ich muss sagen, es ist für mich auch immer noch ein bisschen ein Rätsel. Ja? Das kommt auch immer auf den Einzelnen an. Aber ich glaube, dass so eine gewisse Haltung gegenüber sich selbst und der eigenen Kultur schon so eingefleischt ist durch eine ganz lange Propaganda, eine Steuerung von Gefühlen. Und natürlich hat es auch gerade also bei Leuten in deutschsprachigen Ländern einen historischen Hintergrund. Ich glaube, dass das so eingefleischt ist, dass viele das schon gar nicht mehr wahrnehmen, dass sie gebückt rumrennen und dass sie gekrümmt rumrennen. Ja. Was ich auch sehr interessant an dem Buch finde und was irgendwie so eine schöne Parallele, du hast das gerade angesprochen, eben mit diesem Schuldkomplex in deutschsprachigen Ländern, was eigentlich auch eine sehr gute Brücke zum Buch Multikulturalismus und die Politik der Schuld von Paul Edward Gottfried ist, ist ja, dass der Raspei eben auch gerade an so führenden Personen in dieser Asylindustrie und eben diesen großen Austausch, also diesen Austauschen dort, eben auch nachweist, dass das bei denen ja selbst teilweise so tiefe innere Minderwertigkeitskonflikte sind, die sie antreiben. Also am offensichtlichsten ist es ja bei Clément Diot, der ja von seiner Herkunft her eben einmal von einer alten Sklavin, von einer Sklavin abstammt und der ja eigentlich selber Algerier ist und der das auch selber so als einen Akt der Rache sieht. Ja, ja. Du hast dich ja selber auch sehr stark mit Franz Fanon beschäftigt. Ja, ja. Und eben seinem Buch Die Verdammten dieser Erde. Ja. Würdest du auch sagen, dass das eben für Raspei sich eine große Triebfeder war? Also ich bin sicher, dass er das Buch gekannt hat. Eigentlich bin ich mir 1000%ig sicher. Also das war in den 60er Jahren auch eines der ganz großen, viel diskutierten Bücher. Und in Frankreich ist es eben von Jean-Paul Sartre propagiert worden, der dann eben so ein, muss man schon sagen, extrem hetzerisches und demagogisches Vorwort geschrieben hat. Also das ist eben so die Bibel des Antikolonialismus, die auch halt eben natürlich auch von der Sicht von Fanon durchaus also eine Kritik an der weißen europäischen Welt formuliert, die zu Recht besteht. Ja. Und natürlich hat er hier keinen Hehl daraus gemacht zu sagen, wenn wir die Kolonialherrschaft abschütteln wollen, muss man auch Gewalt anwenden. Ja. Also Gewalt ist da eine Option, die dazugehört. Und es ist schon faszinierend zu schreiben, wie er auch schreibt, wie die Kolonialisierten so ihre Identität verlieren, versuchen sich. Das sind alles Dinge, die uns ja auch heute auf eine komische Weise wieder angehen. Und dann kam eben der Sartre und hat eben dem Ganzen so noch einen Glanz verliehen und mehr oder weniger schon 1961 gesagt, ja, der Westen ist moralisch diskreditiert, ist ein leckes Schiff, geht unter, das Pendel schlägt jetzt um, also die farbigen Völker werden jetzt quasi so aufwachen aus dem Dämmerschlaf und wir werden jetzt zu Zombies erklärt. Also das sind alles schon Dinge, die natürlich schon der Spengler schon in den 30er Jahren auch vorausgesehen hat, also dieses Zurückweichen dieses großen selbstherrlichen Westens. Und das Anwachsen, also was auch beim Spengler heißt, die farbigen Völker, wo er lustigerweise auch die Russen dazu zählt, aber das ist eine eigene Geschichte. Ja. Das hat sich damals schon abgezeichnet. Also so eine Art Kombination aus Rassen- und Klassenkampf. Man kann es nicht anders nennen, ja. Und der Sartre wird auch vom Raspail zitiert, einmal wörtlich aus diesem Vorwort. Daher bin ich mir 100%ig sicher, dass er das gekannt hat. Und es ist eben Herrlage der Heiligen über weite Strecken auch eine Antwort, finde ich, auf Fanon und Sartre. Aber eben in der Form eines Erzählers. Also da der Raspail jetzt nicht ein Philosoph oder auch kein intellektueller Theoretiker ist, sondern er ist in erster Linie ein Erzähler, er erzählt eine Geschichte. Und über das Erzählen dieser Geschichte antwortet er eben. Und das ist schon überraschend, wenn man das oft sieht. Er räumt schon
oft ein. Ja, natürlich ist es so. Also der Westen, die europäischen Völker haben sich nicht gerade wie Heilige verhalten. Natürlich haben die dritte Welt ausgeplündert, natürlich. Aber er sagt gleichzeitig, die Geschichte ist eben so. Die Geschichte ist eben ein Wettkampf zwischen Kräften, die überleben wollen und sich durchsetzen wollen. Und mal sind die einen oben, mal sind die anderen unten. Es kann hier keine Einigung geben. Ja? Also das heißt, es gibt doch keine Kollektivstrafe, nicht? Also das jetzt irgendwie Sicher und keine Kollektivschuld für den und auch keine Kolonialismus in dem Sinne. Kollektivschuld. Ja? Also das ist eigentlich ein sehr komplexes Bild, was er da zeichnet. Ja? Auch wenn er so Figuren eben wie den Oberst Dragasee auftreten lässt. Also der ja eigentlich auch so, das ist so dieser fast schon so eine Karikatur von diesem französischen Militärschädel, der da so in Algerien Ja, war, klar. ja, nicht so, also bei den Fallschirmspringern und der halt irgendwie so Kampf und Abenteuer liebt und so ein bisschen auch ein Chauvinist ist und so weiter. Und der dann sagt, ja, also das war schon super damals, wie wir geherrscht, sagt irgendwann mal, wie selbstherrlich wir da geherrscht haben und so. Also da raunt da schon auch so eine gewisse Ambivalenz ein, ja. Also ich würde sagen, gerade in solchen Dingen ist dieses Buch eigentlich viel komplexer und vielschichtiger, als es auf den ersten Blick aussieht. Ja, Also absolut. es ist ja eben oft, muss ich sagen, kritisiert worden, also dass die Figuren da eben sehr schematisch und typenhaft sind. Ja? Also manche Figuren sind überhaupt nur so ganz umrisshaft gezeichnet, andere so ein bisschen sind mehr ausgemalt. Aber ich finde, das ist jetzt nicht so ein Problem für mich, weil erstens einmal gehört das so ein bisschen zum Genre dazu. Also wenn man so Huxley oder den Orwell liest, dann Ja. sind das ja auch eher Typen, die da auftreten oder Ideen. Ja. Und da es eben eine Satire ist, kann man das schon annehmen. Aber unter dieser Satire, finde ich, ist schon eine sehr komplexe Sicht jetzt auf den Menschen überhaupt drinnen. Ja. Und das finde ich extrem bemerkenswert. Und das wird halt oft überlesen von vielen Leuten, die das Buch Ja, lesen. du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar die Figuren in dem Buch. Und ich habe ja schon selber gesagt, also, dass mir eben so Figuren wie Calboet oder Dragasee sehr gut gefallen, die eben hier zu so den Widerstand leiten und so, mehr oder weniger, so wie Götz Kubitschek das immer so gerne sagt, eben dennoch die Schwerter halten und auf verlorenen Posten kämpfen. Und da wollte ich dich fragen, wer ist eigentlich deine Lieblingsfigur im Heerlager der Heiligen, oder hast du da mehrere? Okay. Also gut, also was halt reizvoll ist an dieser Bande, die sich da am Schluss zusammenschließt, um den Widerstand zu leisten, ist eben, dass der Raspal sie nicht als so strahlende Helden zeichnet, sondern dass das halt oft eher so skurrile, kauzige Figuren sind, und die dann irgendwie auch sich am Ende so eine Art apokalyptischen Spaß draus machen. Ja? Also die so irgendwie sagen, okay, jetzt ist alles zusammengebrochen, jetzt ist es egal, jetzt gründen wir hier so eine kleine Mini-Regierung und sie geben sich so Ministertitel. Und irgendwie ist das, glaube ich, am Ende die Utopie vom Raspal, zu sagen, gut, also wenn alles nicht mehr geht, dann gibt wenigstens noch der fröhliche Widerstand. Dass am Schluss so ein bisschen eine Fantasie hat, dass von so einer Haufen von Kumpels, die jetzt da noch einmal so in der großen Anarchie ihren Abgang inszenieren. Und ja, wer von diesen Figuren, ich muss sagen, natürlich liegt mir jetzt der Maschfär eigentlich am nächsten. Ja, der ist natürlich der Stellvertreter für die Presse. Also bin ich ja auch eher nicht, also so quasi so ein Autor so der alternativen Medien, die halt irgendwie so am Rand gedrängt sind und die keiner hört. Und mir gefällt eben der Maschfär, der wird eben da so als dieser alte Knochen da geschildert, der da irgendwie seine Zeitung, so eine Art junge Freiheit, nicht, dass das damit ein paar Studenten betreibt und kein Geld kriegt und Genau, und vor keiner allem dann hilft der ihm. linken Redaktion immer vor die Tür pisst. Genau, das ist super, ja. Da wo ist im selben Gebäude wie so eine Zeitschrift, die so ein bisschen wie Charlie Hebdo ist, lustigerweise. Und die werden auch so ein bisschen geduldet, auch so als weil man ja, es ist witzig, wie er das erklärt. Also er sagt, sie werden deswegen geduldet, weil die linken Zeitungen sonst nicht mehr den Anschein erwecken könnten, dass es eine Opposition oder eine Meinungsfreiheit Genau. gibt. Ja. Also sie sind das Alibi für die Meinungsfreiheit und der Maschfär, jedes Mal, wenn er aus seinem Büro steigt, dann pisst er so vor die Tür also der Maschfär ist mir schon sehr sympathisch und wenn ich halt auch mag, wer halt auch sehr lustig geschrieben ist, ist dieser Inder.
Also da lässt er ja am Schluss so einen französischen assimilierten Inder Genau. in die Gruppe rein, der da irgendwie mit einem Safari-Gewehr kommt und der dann auch irgendwann in so einer Gutmenschenshow anruft und die sagen so, oh, herzlich willkommen, der Herr Hamadura, ja, so sind ja der Erste, die vorhat, der sagt, na, hoffentlich bin ich der Letzte, weil ihr wisst ja gar nicht, was da für ein Gesocks ankommt, ja, aus Genau. meinem eigenen Land und die kriegen dann alle einen Schock und machen sich ins Hemd und das ist eine der lustigsten Szenen in dem ganzen Buch. Was glaube ich auch noch ein sehr interessanter Aspekt an dem Werk von Raspail ist, ist eben dieses gespaltene Bewusstsein der führenden Politiker, das zum Tragen kommt. Ja. Ich glaube, das wird sehr deutlich eben an dieser Figur des Präsidenten, der eben heimlich die Zeitung von Marche Faire mit Millionen unterstützt und ihn dazu drängt, ja, jetzt schreibt endlich was gegen die Einwanderung, ich will es dann nicht länger leben. Und Raspail hat ja auch selber im letzten Franzosen, ich glaube, das ist eh auch im Picard drinnen, genau, dem Essay, wo er eben darüber schreibt, dass er eben vielen führenden Politikern eben sein Buch zurück, also eingeschickt hat, eben auch welchen, die hinter dem großen Austausch in Frankreich in führender Position stehen. Und auf jeden Fall ihn dann eben nicht feindlich zurückgeschrieben haben, sondern teilweise dann eben bei der Neuauflage vom Heerlager in den 90er Jahren dann eben gemeint haben, ja, also Herr Raspail, in vielen war Ihr Buch sehr hellsichtig und stimmt eigentlich. Würdest du auch sagen, dass eben auch bei unseren Politikern im realen Europa so eine Art doppeltes, gespaltenes Bewusstsein herrscht? Ja, ich kann es natürlich nicht beweisen, aber das wird zweifellos der Fall sein. Also eben Raspail hat auch gesagt, also er hat da nachgelesen, also ich meine in Big Ada, ja, schreibt er, dass er eben über die Jahre hindurch, wie du sagst, diese ganzen Briefe bekommen hat von also Schriftstellern, von Journalisten und von Staatsmännern, von Ministern und so. Und es ist eben so, dass der Umgang hinter den Kulissen mit seinem Buch ganz anders war als vor den Kulissen. Also wo die gleichen Leute, die zu diesen Gesetzen zustimmen, dass da so die Schraube enger gedreht wird mit der Meinungsfreiheit, die schreiben ihm dann irgendwie hinter den Kulissen, dass sie ihm ja eigentlich zustimmen und dass das ein wichtiges Buch ist. Ja. Und jetzt hat er eben im Roman diese Figuren, die so ein gespaltenes Bewusstsein haben. Und da ist eben der Präsident und dann ist da natürlich dieser Mensch, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, wie heißt er, da gibt es diesen einen Politiker, der so ein großer linker Nobelpreisträger ist und der dann immer so große Reden hält, der sich dann am Ende erschießt. Jean Aurel, ja genau. Genre, ja. Genau. Da gibt es diesen einen, also der ein Literat und ein Politiker ist und eben so eine große humanitäre Figur, ein Nobelpreisträger und der hält eben diese großen Reden, also dass Frankreich jetzt quasi der Welt vorangehen muss und zeigen muss, dass es seine Mission an der Spitze der Geschichte erfüllt, bla bla. Und gleichzeitig irgendwie denkt er an sein wunderschönes kleines Haus in der Provence, also wo dann irgendwie die Massen kommen und es überrennen und eigentlich möchte er ja nur dort seine Ruhe haben und seinen Lebensabend genießen und plötzlich merkt er, dass er eigentlich gar nicht wirklich meint, was er da sagt. Ja. Und der Aurel, als dann die Invasion kommt, der begreift es dann ja auch und der erschießt sich, weil er eben merkt, dass er quasi so im Grunde einem Phantom hinterhergelaufen ist. Und also ich hoffe, ehrlich gesagt, ich hoffe natürlich, dass das so ist letzten Endes. Das wäre ein extrem beängstigender Gedanke, sich vorzustellen, dass all diese Politiker wirklich auch noch meinen, was sie sagen, ja. Also Ja, wenn ich mir vorstelle, dass sie wenigstens heucheln, ja, und dass sie wenigstens innerlich irgendwie, dann sind sie jetzt zwar ethisch nicht besser, ganz im Gegenteil, aber immerhin wäre dann dieser Wahnsinn nicht so vollkommen. Und ich bin mir einfach überzeugt, dass viel Feigheit, Opportunismus und auch Selbsterhalt in dem Fall eine Riesenrolle spielt. Und dass einfach viele von diesen Leuten, die da an der Spitze stehen und reden, wissen, dass sie Scheiße reden, ja. Ja. Ah, jetzt habe ich mich gerade erinnert. Einer der Gründe, woran man das festmachen kann, dass es so ein gespaltenes Bewusstsein wirklich geben dürfte, Ja. ist ja unser Außenminister und Ohrwaschelkaktus der Nation, Sebastian Kurz, der selber vor einer Woche eben gemeint hat, dass die europäischen Außengrenzen angesichts dieses Ansturms eben verteidigt werden müssen. Also das Ja. wäre es eben diametral dieser Ja. Refugees-Welcome-Politik entgegengesetzt. Insofern dürfte das wirklich so sein, zumindest bei ihm. Oder es ist so wie bei Raspail, dass es eben zwei Klassen gibt, nämlich einerseits den Aurel, die das nur heucheln, und auf der anderen Seite dann Leute wie einen Clément Diot, die das dann eben bis zur letzten Konsequenz durchziehen und das eben auch wirklich
aus vollem Ernst internalisiert Ja, haben. da gibt Okay. es garantiert so unterschiedliche Leute. Und Raspal schreibt ja auch, dass dann eben sehr viele einfach nur dumme Mitläufer sind, die einfach irgendwie nicht kapieren, was Sache ist und dann halt mitmähen, ja. Und ich meine, wenn du den Ohrwaschelkaktus erwähnst, also ich meine, ich muss sagen, ich habe schon gewisse Sympathien für ihn, er hält sich nicht schlecht, er ist einfach viel zu jung für diesen Job und ich glaube, dass er auch nur eingeschränkte Möglichkeiten hat, aber ich glaube, dass er irgendwie viele Dinge viel schärfer sieht, als es den Anschein hat und dass er da eben versucht, irgendwie sich durchzuwursteln und das Mögliche zu machen, ja. Aber ich glaube, dass er es zum Teil auch mit einem schlechten Gewissen macht, ja. Ne? Ich traue ihm schon einiges zu in Wirklichkeit. Und ich glaube nicht, dass er ein Schlechter ist. Also er ist sicher nicht so verkommen wie andere. Ich meine, so da in Deutschland Leute wie Gauck oder Merkel, das ist halt die Totalkorruption, ja. Ich meine, die sind für mich nur mehr so Sockenpuppen, wo so das Tier drinnen steckt und mit ihnen rumspielt, ja. Also das ist totales Evil, ja, wenn ich so die Merkel Absolut, anschaue, ja. dieses, Ich finde auch, Angelika Merkel hat ja, irgendwie auch etwas Dämonisches an sich. extrem, Ja. ja, unglaublich, gerade in dieser weichen, tantenhaften, so pädagogischen Art, mit der sie redet, das ist so eine unglaubliche Leere drinnen, Ja. ja, also da ist auch ein Mensch, der eigentlich keine Überzeugungen hat, sondern so eine Machtblase ist, Ja. ja, Ich finde, und diese Bezeichnung Mutti Merkel ist irgendwie, trifft so gut auf sie zu, eben von seiner, so das Bild einer überfürsorglichen Mutter, die halt ihre Kinder zu Dingen zwingt, die dann letztlich nicht gut für sie ja, sind. eine gewaltige dämonische Glucke, auch so ein bisschen, wenn man sagt, der große Bruder, ja, Ja. und dann ist es die große Mutter. Das Ja. ist noch eine Steigerung weiter. Also was ich eigentlich noch, der Gedanke von einer großen Mutter ist eigentlich noch viel oppressiver, finde ich, von einem großen Bruder. Absolut, ja. Du hast es vorher eben auch gut angesprochen. Also bei Raspail ist ja auch dieses Motiv der Masse eben etwas sehr Ausschlaggebendes. Also man Ja. hat eben diese Masse von Flüchtlingen von 1 Million, die sich da eben in Indien einschiffen lässt, damit sie nach Europa kommen. Und Raspail schreibt in diesem Zusammenhang eben auch von einer Gegenwelt. Was eben sehr interessant ist, ist, dass genau 1973 eben auch die Reform der Genfer Konvention stattgefunden hat. Also mehr oder weniger eh des Flüchtlingsasylrechts, die eben dann auch auf Menschen eben aus außereuropäischen Ländern ausgeweitet worden ist. Und ich denke, eben was sehr stark bei Raspail eben hervorkommt, dass es eben auch um diesen Nord-Süd-Konflikt geht. Ja. Also er schreibt ja auch selber vom Ende des Abendlandes, das eben dämmert. Und ja, würdest du auch sagen, dass es eigentlich gut ist, dass er das Buch 73 geschrieben hat? Weil wenn er es heute schreiben würde, würde der Islam eigentlich viel stärker vorkommen und vielleicht eben diesen Nord-Süd-Konflikt verdecken in der Art und Weise, wie es stattfindet. Ja, okay, worauf du jetzt hinaus willst, ist, diese Diskussion um den Islam und die Islamisierung ist natürlich schon wichtig, aber sie verdeckt eigentlich so tiefer liegende Dinge. Also eben diese Sache, dass es ja nicht nur um den Islam als Religion geht, sondern dass es eigentlich vor allem um so diese, wie du sagst, dieser Nord-Süd-Konflikt, also diese demografische Explosion und auch eben um eine ethnisch-kulturelle Sache geht, ja. Also auch eine ethnische Sache, das möchte ich nicht unterschätzt haben, ja. Und als der Raspal das Buch geschrieben hat, waren schon diese Diskussionen über Bevölkerungsexplosion stark an der Tagesordnung. Da gab es diesen Bericht vom Club of Rome Anfang der 70er Jahre über die Grenzen des Wachstums. Konrad Lorenz hat schon drüber geschrieben. Ich habe da ein Buch von Klaus Jacobi, das war so ein sehr renommierter westdeutscher Journalist, der hat schon 69 ein Buch geschrieben, Die große Springflut, also wo irgendwie diese Dinge eine Rolle spielen. Also die südliche, eigentlich ist es ja die südliche Halbkugel, diese dritte Welt explodiert demografisch und die andere, der Rest, die weiße europäische Welt ist immer mehr am Einschrumpfen. Und das erzeugt natürlich eine Art von Dynamik, die tiefgreifende Konsequenzen hat. Ja. Und das ist etwas, was beim Raspal wichtig ist, dass er sagt, es ist ja vor allem irgendwie die Masse der Leute, die das Problem schafft. Ja. Etwas, was wir ja heute auch vor uns haben, wenn man so einigen wenigen hilft, einigen hundert, einigen tausend, einigen hunderttausend, man nimmt die auf, ja. Das kann ein Land schlucken, aber wie ist es, wenn es 1 Million ist, wenn es 2 Millionen sind? Wie vielen Menschen kann man auf einmal helfen? Vor allem, wenn die auch immer mehr nach und nach kommen, ja. Also das heißt, ab einem bestimmten Punkt wird diese Frage mit der Nächstenliebe immer schwieriger, weil die Nächstenliebe gilt ja eigentlich dem Nächsten, ja, der mir gegenüber ist, dem ich jetzt konkret helfe.
Aber so eine institutionalisierte Nächstenliebe, die sich dann so theoretisch auf die ganze Menschheit ausdehnt, ist ja eigentlich nur mehr eine Art Fernstenliebe. Ja? Genau, das hat ja auch schon Nietzsche Genau, kritisiert. die auch immer abstrakter wird. Und ab einem bestimmten Punkt ist es einfach so, dass du, auch wenn du einer Gruppe hilfst, einer anderen schadest. Also eben, das sind so große ethische Probleme da. Also Raspal sagt ja auch, natürlich ist es schrecklich, also wenn Leute da Hunger leiden und wenn sie vor Kriegen fliehen müssen und so weiter. Das betont er immer wieder, ja. Aber das macht er eben auch, um diesen ethischen Konflikt zuzuspitzen. Wenn er sagt, das ist ja eine Invasion, die kommt diesmal nicht mit Waffen und mit Kriegsschiffen, also so wie früher in den Türkenkriegen und so weiter, gegen Europa, sondern das ist eine ganz andere Art von Invasion und Krieg. Und gegen eine Invasion, die jetzt explizit mit Waffen kommt, mit Waffen anzutreten, ist jetzt ethisch nicht so ein riesiges Problem, als wenn die alle ohne Waffen kommen, Genau ja. richtig, ja. Raspal schreibt ja da von der Feigheit vor den unbewaffneten Invasoren, die ja auch gerade auch deswegen nicht zu entschuldigen ist, eben gerade auch weil sie eben unbewaffnet sind Ja. und weil man dadurch eben auch nur die eigene Unsicherheit und eigentlich auch den eigenen Selbsthass eben zutage treten lässt. Also womit ja immer so wie gespielt wird, ist eben diese Propaganda, ja, wir müssen jetzt weltoffen sein, wir müssen jetzt Mitleid mit diesen Leuten empfinden, aber im Endeffekt baut das ja nur auf einem riesigen Selbsthass auf, der den Europäern angezüchtet worden ist. Ich sehe das auch immer wieder, wenn ich jetzt die Bilder der letzten Tage sehe, eben zum Beispiel an der mazedonischen Grenze oder der ungarischen Grenze, wenn eben da die Polizei versucht, da die Flüchtlinge zurückzudrängen, die eben jetzt kommen, um sich da ins gelobte Land, also eben sich im gelobten Land Europa dann letztlich eben niederzulassen. Und ich denke immer, bei diesen Bildern denke ich immer eben an diese Worte eben, die im Heerlager der Heiligen vorkommen, dass eben letztlich eine Invasion auch eine Invasion ist, selbst wenn die Invasoren eben unbewaffnet sind. Exakt, ja. Und es ist schon viel deutlicher, also die Angst, die auch eine Rolle spielt. Beim Raspal ist es eben so, dass die Bevölkerung, wenn dann die Flotte landet, dass die dann panikartig fliehen, dass die irgendwie alles stehen und liegen lassen. Und dann hat er eben diese Armee, die eben halt einfach nicht mehr machen kann, was eine Armee tut, nämlich schießen. Also das heißt, das geht natürlich dann schon hart auf hart. Also das wird sehr grausam und auch tragisch. Dass da eben diese Angst wird so aufgespeichert bis zu dem Punkt, wo sie in Panik umschlägt. Und dann ist die Angst nicht mehr produktiv, sondern dann zerstört sie und verwüstet sie nur. Und ich habe das Gefühl, es ist natürlich auch jetzt schon eine große Reihe von Angst drinnen. Denn der Unterschied, also der ganz große Unterschied zu der Geschichte von Raspal in unserer Wirklichkeit ist, dass eben diese Massen, die kommen, sind eben nicht diese armseligen Hungergestalten in seinem Roman, sondern es sind eben, und das weiß ja jeder, das ist so ein Elefant, der im Raum steht, es sind eben, was ich zu so 80, 85% sind es eben diese jungen Männer, ja, die so zwischen 20 und 30 sind und die da so aus diesen, was Gunnar Heinsohn nennt, diese Jugendblasen da entsprungen sind. Das ist der demografische Überschuss. Also das Buch Söhne und Weltmacht von Heinsohn ist extrem wichtig. Also wo er eben sagt, das ist immer in der Weltgeschichte, kann man das so in Kurven verfolgen, wenn dann so Kriege, Genozide, Expansionen kommen, ist immer dann, wenn es diesen Bevölkerungsüberschuss gibt. Und natürlich ist, glaube ich, auch so eine gewisse Angst da. Also in diese junge Männer bedeuten Unruhe, bedeuten Energie, bedeuten Gewaltpotenzial. Ja? Sicher. Und die Ungarn haben natürlich diesem Gewaltpotenzial nachgegeben. Man kann ja diese Videos sehen, wo das so die Flüchtlinge in Ungarn, die da sich stauen, wo die halt richtig anfangen zu randalieren und zu drohen und was ich, wir wollen nach Deutschland. Und das ist natürlich eine Gewaltandrohung, die da drinnen ist. Offene Gewaltandrohung. Auch die Unruhen, die es gab auf Lesbos und so weiter. Also das heißt, da ist ein Potenzial drinnen, vor dem irgendwie der Westen, das spüren natürlich die Leute, ja. Und sie verkitschen es sich, sie flüchten sich irgendwie in diese Idee, ja, das sind doch in Wirklichkeit alles nur liebe kleine Kinder und Flüchtlinge und wir spielen Kindergarten, aber gleichzeitig irgendwo ein Teil von ihnen drinnen weiß, dass es da eigentlich auf viel härtere Konfrontationen zugeht. Ähnlich ist es ja mit dem Islam. Also jedes islamistische Attentat, das passiert, jede Gewalttat, die mit dem Islam zusammenhängt, ob sie bei uns oder woanders stattfindet, steigert noch diese Angst vom Islam. Und diese Unterwürfigkeit, also gegenüber Forderungen von islamischer Seite, ja, die sind natürlich einerseits die konditionierte Angst, man will nicht rassistisch sein und so, andererseits glaube ich aber, dass da schon so eine gewisse Gewaltanschüchterung eine Rolle spielt, ja. Und das hat eben, ist eben auch, also auch schon beim Raspal angelegt,
obwohl er diese andere Situation hat, was sagt die Masse? Die Masse ist eigentlich die Waffe in dem Fall, je mehr es sind, ja. Aber dass da eben auch eine Angst, eine uneingestandene Angst eine Rolle spielt. Und das ist etwas, was ja auch immer wieder, weiß man hört das immer, so, wir, also die Kritiker haben Angst, ihr müsst alle keine Angst haben, ihr habt Angst vor dem und vor dem und vor dem und in Wirklichkeit müssten wir uns alle nur so ein bisschen, also es müssten wir alle nur autogenes Training machen und irgendwelche Klimpermusik hören und dann wird alles gut, aber der Punkt ist, es gibt ja auch eine gesunde Angst, ja, eine rationale Angst, eine begründete Angst. Also wenn man eine Sache kommen sieht und sagt, ah, das kann nicht gut gehen, ja, also das muss krachen. Und ich bin der Ansicht, dass heute, also jeder, der noch alle Tassen im Schrank hat und so ein bisschen nüchtern irgendwie anschaut, was passiert und auch irgendwie eine Ahnung hat von der Weltgeschichte und wie Menschen ticken, muss einfach sehen, dass das Ganze nur in einer Riesenkatastrophe enden kann. Ja? Und das ist eine begründete Angst. Und das ist eine Angst, die aber auch produktiv werden kann, wenn man, wenn man handelt und dagegen steuert. Und beim Raspal ist es eben so, die Leute halten diese Art von Angst die ganze Zeit unterdrückt, sie stürzen sich in diesen Rausch, eben auch im Roman, in diese ganzen bunten, lustigen Menschheits- und Willkommenspartys und so weiter. Das hat er alles schon perfekt beschrieben, auch wie die ganzen Promis aufmarschieren und die Presse und so weiter. Und dann in dem Moment, wo es zu spät ist, da bricht dann die Angst aus Panik hervor, aber dann ist nichts mehr zu machen, dann wird nur mehr alles verwüstet. Absolut. Ja, das ist, glaube ich, eine sehr gute Feststellung, was das angeht. Ja, also abschließend möchte ich dir eigentlich nur noch die Frage stellen, eben angesichts dieser Mechanismen, die Raspail beschreibt und denen, glaube ich, auch abseits jetzt von allem anderen viel besser helfen, eben diese eben diesen großen Austausch zu verstehen und vor allem eben diesen Asylwahn, der eben auch gerade jetzt bei uns in Europa herrscht. Glaubst du, dass das Buch einem letztlich eben über dieses Erkennen, über dieses Verstehen der jetzigen Situation, glaubst du, dass es da einem auch Hoffnung machen kann? Oder glaubst du, es ist absolut niederschmetternd und einen letztlich in den Defätismus bringen? Oh, ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass das Buch ein Potenzial hat, sowas wie eine rote Pille zu sein, nicht wie beim Matrix, nicht blaue rote Pille so. Also aber das setzt natürlich voraus, dass Leute, die diese Pille nehmen, auch schon die Anlage haben, aufwachen zu wollen. Ja? Und ich glaube, dass das Buch eben gerade dadurch, dass es eben kein philosophisches, theoretisches Pamphlet ist, sondern dass es eben über eine Geschichte erzählt, dadurch irgendwie eine besonders große Wirkung haben kann. Ja. Und ich muss sagen, dass es bei mir eigentlich, ja, natürlich, man ist zuerst, wenn man die rote Pille nimmt, ist man immer niedergeschmettert. Denk an Matrix, da ist der Neo, ich meine, das ist eigentlich ein Horror, was er da sieht. Ja. Und das ist niederschmetternd. Und erst einmal ist man desillusioniert. Ja. Aber das ist nur die erste Phase. Denn wie der Heim Mithridat von Toderer gesagt hat, die Lage ist immer legal. Also mit anderen Worten, es gibt kein Ausweichen aus der Lage. Ja? Also du kannst nicht den Kopf in den Sand stecken und deine einzige Chance, dich zu retten oder in irgendeiner Weise angemessen zu reagieren, ist die Lage zu erkennen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja? Und ich glaube, dass viele dann auch, gerade viele, die schon unterschwellig merken, da ist etwas falsch, da stimmt etwas nicht. Und die das aber schon niederdrücken finden, es dann auch als befreiend empfinden zu sagen, die Wahrheit macht mich frei, ja, die Wahrheit wird euch frei machen, so heißt das, ja. Und ich glaube, dass die Fra Wahrheit in einem gewissen, dass das wirklich so ist, die Wahrheit macht uns frei in dem Sinne, dass sie unsere Lage erkennen lässt. Und dann erst haben wir eine Möglichkeit, zu handeln. Also das heißt, es wird unterschiedlich sein. Die Leute, die noch in der Illusion sind, die werden entweder abgestoßen oder desillusioniert sein. Die Leute, die jetzt schon deprimiert sind und desillusioniert sind, die werden Hoffnung schöpfen, wenn sie das Buch lesen, weil sie sagen, da gibt es auch andere, die erkannt haben, in was für einem kompletten Wahnsinn wir uns eigentlich befinden. Ja? Und das ist ja eine der niederschlagendsten Dinge, also die mir auch viele Leute erzählen. Also diese Massenpsychose, die sich da in letzter Zeit ausbreitet, auch über die Medien hindurch, das ist wie das Tier von Raspail, dieses riesige Monster mit 1000 Köpfen, gegen dem gegenüber man sich komplett hilflos fühlt. Und wo man sich denkt, gibt es da keinen einzigen, der nicht sieht, dass das ein komplett irrsinniges Ungeheuer ist. Und dann merkt man aber, okay, man ist nicht der Einzige. Es gibt andere, die sehen das auch. Und da gibt es auch einen Herrn, der das schon vor 40 Jahren gesehen hat. Ich muss sagen, dass das schon befreiend ist und auch befreiend sein soll. Und die
Wirkung erhoffe ich mir eigentlich auch von dem Buch. Absolut. Das finde ich ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte mich bei dir herzlich bedanken für das Gespräch. Danke für Hat die mich Einladung. sehr gefreut, dass es möglich war, mit dir als Übersetzer direkt darüber zu reden. Und ja, unseren Zuhörern möchte ich nur noch sagen, dass man das Buch auf www.antaios.de erwerben kann. Besteht auch die Option, gleich zwei Bücher zu kaufen. Eines für sich selber, eines für einen Freund. Und ich glaube, Martin Lichtmes hat das sehr schön gesagt, nur die Wahrheit kann uns frei machen. Und ja, in dem Sinne kann ich die Lektüre des Buches nur empfehlen. Und wer es gelesen hat und für gut empfunden hat, der empfiehlt es bitte weiter.